Zuallererst geht es um das historische Ereignis der Himmelfahrt Jesu. Wie ist denn die abgelaufen? Was war daran so besonders? In der Apostelgeschichte 1, Vers 9 lesen wir, dass sich Christus 40 Tage nach seiner Auferstehung sich am Ölberg versammelt hat mit seinen Jüngern. Dort hat dieses Ereignis der Himmelfahrt stattgefunden. Und dort ist er langsam aufgefahren, wurde in Wolken aufgenommen. Er ist nicht irgendwie plötzlich verschwunden, hat sich irgendwie aufgelöst, sondern er ist langsam vor Zeugen aufgefahren in den Himmel. Die Jünger konnten das beobachten. Und er ist auch segnend aufgefahren. Er hat seine Hände aufgehoben und hat die Jünger gesegnet. Dieses Ereignis der Himmelfahrt war zum einen aktiv, das heißt, Christus selbst ist aus eigener göttlicher Autorität aufgefahren, aber auch passiv, das heißt, Gott, der Vater, hat ihn emporgehoben. Und dieses Ereignis der Himmelfahrt hat Christus selbst schon im Neuen Testament einige Male vorausgesagt, aber wurde auch schon im Alten Testament prophezeit, zum Beispiel im Psalm 86, Vers 19. Diese Rückkehr in den Himmel hat natürlich eine tiefere Bedeutung, auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Das wollen wir jetzt genauer anschauen. Die Rückkehr in den Himmel bedeutet zuallererst das Ende seiner Erniedrigung und auch jeglicher Begrenzung, der sogenannten Kenosis. Wir wissen aus dem Philipperbrief, dass Christus sich durch seine Menschwerdung erniedrigt hat. Aber diese Erniedrigung ist mit seiner Himmelfahrt beendet. Mit der Himmelfahrt ist auch die Erfüllung seiner göttlichen Mission bestätigt. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Christus den Auftrag hat, ein Werk zu vollenden auf dieser Erde. Sein Erlösungswerk am Kreuz, seine Erlösungstat am Kreuz, das hat er vollendet und mit seiner Himmelfahrt ist diese Vollendung des Werkes bestätigt. Die Himmelfahrt ist auch der Beginn seiner unsichtbaren Gegenwart, denn Christus ist heute noch gegenwärtig, aber eben unsichtbar. Er hat es verheißen, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und diese unsichtbare Gegenwart beginnt mit seiner Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist auch eng verknüpft mit seiner Erhöhung. Die Himmelfahrt ist ein Teil seiner Erhöhung. Christus bittet den Vater, verherrlicht zu werden mit der Herrlichkeit, die er hatte, bevor die Welt war. Das heißt, wir sehen einen engen Zusammenhang zwischen der Erhöhung und der Himmelfahrt. Wenn wir über die Himmelfahrt Jesu sprechen, müssen wir auch über die Erhöhung Jesu sprechen. Um das geht es jetzt. Die Rückkehr in den Himmel ist zunächst die Rückkehr in die unmittelbare Gegenwart Gottes, der Himmel selbst. Welcher Himmel ist denn damit gemeint, wenn es heißt, er wurde aufgenommen in den Himmel? Dabei müssen wir wissen, dass die Bibel zwischen drei Arten von Himmel differenziert. Da gibt es zunächst den ersten Himmel, die Atmosphäre, bestehend aus Luft und Wolken. Der zweite Himmel ist das unendliche Universum. Und der dritte Himmel, das ist der Wohnort Gottes selbst. Das ist der Raum, in dem Gott selbst wohnt. Der ist außerhalb der Schöpfung und um diesen Himmel geht es. Es ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Dahin ist Christus zurückgekehrt. Mit seiner Rückkehr ist aber auch eine gewaltige Erhöhung verknüpft, die beschrieben wird mit dem Begriff Sitzen zur Rechten Gottes. Es ist das Sitzen zur Rechten Gottes. Das ist ein symbolischer Ausdruck, der umschreibt eine gewaltige, eine allerhöchste Erhöhung, die es geben kann für Christus. Und damit ist eine Verherrlichung umschrieben. Zu Rechten Gottes hat Christus die allerhöchste Vollmacht über Himmel und Erde. In den sogenannten Christushymnen wird diese Vollmacht beschrieben. Zu Rechten Gottes ist Christus auch der Mittler, der hohe Priester, der einen Mittlerdienst ausübt zwischen Mensch und Gott. Zu Rechten Gottes ist Christus auch der König der Könige. Zu Rechten Gottes ist er der Richter über alle Menschen, der Weltenherr und Weltenrichter. Und zu Rechten Gottes ist er natürlich die Person der Anbetung, wie wir in Offenbarung 5 sehen. Das ist umschrieben, verknüpft mit dem Begriff Sitzen zu Rechten Gottes. Das ist die Umschreibung einer allererhöchsten Erhöhung, die Christus zuteil wurde. Bezüglich der Erhöhung Jesu gibt es noch eine zweite Sicht. Die Erhöhung Jesu kann in drei Stufen dargestellt werden. In Jesaja 52, Vers 13 lesen wir, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben. Dabei geht es um die Auferstehung. Die Auferstehung ist ein Aspekt, es ist die erste Stufe der Erhöhung Jesu.
und erhöht werden, heißt es in diesem Vers. Das ist die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist die zweite Stufe der Erhöhung Jesu und die dritte Stufe ist das Sitzen zur Rechten Gottes. Er wird sehr hoch sein, das ist die Inthronisierung. So kann die Erhöhung Jesu in drei Stufen dargestellt werden, von der Auferstehung über die Himmelfahrt zum Sitzen zur Rechten Gottes. Christus war und ist Gott in alle Ewigkeit, aber da er gestorben ist, Mensch wurde und gestorben ist, musste er erhöht werden als Mensch. Und diese Erhöhung als Mensch kann über diese drei Stufen dargestellt werden, über die Auferstehung, Himmelfahrt, zum Sitzen zu Rechten Gottes. Das ist die höchste Stellung, die Christus einnimmt, die höchste Position der Verherrlichung. Die nächste Frage ist, welchen Zweck hatte denn die Rückkehr Jesu in den Himmel? Die Rückkehr Jesu in den Himmel ist Voraussetzung für einige Dinge und die wollen wir jetzt anschauen. Es gibt einige Gründe, warum Christus zurück in den Himmel musste. Der erste Grund ist, um den Heiligen Geist zu senden. Wir lesen an einigen Stellen, dass Christus den Heiligen Geist gesandt hat. Dafür musste er in den Himmel zurück. Er ist auch zurückgegangen, um für die Gläubigen eine Stätte, Wohnungen zu bereiten im Vaterhaus, im Haus des Vaters. Er ist auch zurückgegangen, um vom Himmel aus seine Gemeinde, seine Ekklesia als ein himmlisches Haupt zu versorgen, um die Gemeinde als sein Leib zu versorgen. Er ist auch zurückgegangen, um im Himmel einen Vertreter, einen hohen Priesterdienst auszuführen, als Mittler zwischen Gläubige und Gott, zwischen Menschen und Gott. Er ist auch zurückgegangen, um Vorläufer zu sein für die Gläubigen, denn auch die Gläubigen werden eines Tages im Himmel eingehen, aber er ist auch zurückgegangen, um wiederzukommen. Er verheißt es immer wieder, dass er wiederkommen wird. So wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Auch dafür ist Christus zurückgekehrt in den Himmel, um wiederzukommen. Zu guter Letzt geht es um die Frage, welche Bedeutung hat denn die Himmelfahrt Jesu für Gläubige? Wie bereits erwähnt, ist Christus durch seine Himmelfahrt ein Vorläufer für uns Gläubigen geworden. Wie er eingekehrt ist in den Himmel, werden auch die Gläubigen einkehren in den Himmel. Wir lesen im Thessalonikerbrief von der Entrückung, da werden die Gläubigen, sowohl die gestorbenen Gläubigen, die werden auferweckt und die lebenden Gläubigen werden zusammen entrückt in die Wolken zu Christus hin. Durch seine Rückkehr in den Himmel ist auch eine Zusicherung einer himmlischen Heimat verbunden. Das heißt, da er im Himmel ist, werden auch wir im Himmel sein. Diese Garantie gibt er uns. Wir werden bei dem Herrn sein, bei Christus sein. Wir haben damit eine himmlische Heimat, weil er im Himmel ist, werden auch wir, die Gläubigen, im Himmel sein. Und mit seiner Rückkehr in den Himmel ist auch der Anteil an der Autorität Christi verknüpft. Das heißt, wir werden mitversetzt in die himmlischen Örten, in Christus Jesus. Das heißt, in unseren Heilstellung in Christus sind wir mit ihm mitversetzt in den himmlischen Örten und haben auch damit Anteil an seiner Autorität als Jesus Christus. So zusammengefasst heißt das für die Himmelfahrt Jesu, die Himmelfahrt ist das Ende seiner Erniedrigung und ein Teil der Erhöhung Christi. Die Himmelfahrt ist der Beginn der unsichtbaren Gegenwart Christi, die er verheißen hat. Er wird bei uns sein bis an das Ende aller Tage. Die Himmelfahrt ist heilsgeschichtliche Voraussetzung für einige Dinge, für einige Aktionen wie die Sendung des Geistes. Er musste auffahren, um den Geist zu senden, um Gläubigen eine Wohnung, eine Stätte zu bereiten, um die Gläubigen zu vertreten als hoher Priester und natürlich ist die Voraussetzung zur Wiederkunft. Die Christen, die Gläubigen sind in Christus mitversetzt in den himmlischen Örtern und haben damit auch eine himmlische Heimat und eine himmlische Zukunft. Die Gläubigen werden auch in den Himmel einkehren, wie Christus eingekehrt ist in den Himmel. Das ist die wunderbare Hoffnung der Gläubigen. Das war's von mir. Abonniert gerne diesen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Manuel.